habe noch eine kurze Frage, also aus den Texten, die wir jetzt hatten, welche UT oder welche Abenteuerplots sehen wir da? Ich hatte jetzt schon mal drei aufgeschrieben im TS. Genau, also du hast den Archen Ursprung versucht herauszufinden, oder das ist jetzt nur Ziel. Wie entstehen Archen? Sind das dann Schiffe, die nach und nach pervertieren? Oder kommen die aus dem Limbus und werden beschworen? Oder passiert irgendwas anderes? Also wie entstehen Archen? Dann, was meinst du mit Knochenotter? Ja, die Knochenotter ist ja wohl eine der Archen. Nee, das ist eine Otter, die aus Knochen gemacht ist. Dachte ich jetzt. Also die wird ja beschrieben als das dritte der gesichteten Objekte. Und ich hatte das Gefühl, dass es sich bei den Objekten um die Archen handelt. Das ist, denke ich auch, aber ich glaube nicht, dass die Knochenotter eine Arche ist. Denn dann wäre sie ja nicht aus Knochen. Oder? Ja, warum nicht? Also. Weil Archen aus Holz sind. Ja, die wir bisher gesehen haben, also die hatten auch irgendwelche Spinnenbeine. Ja, Alan ist zutiefst verunsichert. Ich finde das gut. Guter Punkt von Ephadaios. Müsste man sich mal überlegen, ob Archen auch aus anderen Materialien als Holz bestehen können. Was meinst du mit Froschmenschen? Der Typ, der Ja, durch dieses den Wallach. Fischerdorf. Im Wallach. Wo ist der Wallach eigentlich? Zeig mal drauf. Bei Selem, ne? Und auf der Karte ist er nicht. Entlang des Manadis bei Samra. Ach du Schande, wo ist denn entlang des Manali? Einfach von Konichum nach Westen. Hier ist der Monoali. Oh, du hast kein Wallach. Samra ist hier. Ich weiß nicht, auf welcher Karte du gerade bist. Ja, ich sehe es. Aber wie gesagt, da ist kein Ballasch. Ballasch ist ein Adanali. ganzes Gebiet. Achso, ich dachte, das wäre ein Gebirge. Klingt wie ein Gebirge. Das ist kein Gebirge, okay. Ich muss gerade gucken, wo Samra Aber ist. im Inland? Das könnte sich leicht lohnen. Jedenfalls, ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall herauszufinden, wie man Archen tötet. Sanin hat da ja bestimmt einen Plan. Aber da Informationen aus erster Hand zu sammeln. Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe ja gesagt, ich versuch's. Ansonsten müsste man vielleicht nochmal nach Woran schippern. Da werden wir garantiert eine finden. Wir müssen auf jeden Fall mal herausfinden, wo diese Archen genau herkamen. Stand das in irgendeinem Bericht? Es hieß doch, sie kamen vom Friedhof der Seeschlangen. Wo auch immer der ist. Wie bitte? Wo auch immer der ist. Ja, da müssten wir auch jemanden fragen, der sich auskennt. Irgendjemanden, der mal auf Maraskan war, als Borbarad noch lebte. Wen bloß? Wen Ja, die bloß? sieben Gezeichneten scheiden aus. Vielleicht, wenn ihr richtig viel Glück habt, dann vielleicht jemand, der bei Filiasa mit dabei war. Ach du Schande. Und das geht weit in die Vergangenheit. Wo ist Ragnar, wenn man ihn braucht? Ich rufe mal auf Geschichtswissen oder Sagen und Legenden. Das ist Geschichtswissen. Sagen und Legenden wäre dann eher, also ich hätte dir ja eben auch die Wahl gelassen, ob du da dann auf Sagen und Legenden oder Geschichtswissen gehst, aber Sagen und Legenden ist eher so, was ist vor 500 Jahren passiert oder was ist vor 1000 Jahren passiert. Oh, Kinder. Ich weiß gar nicht, ob die dem. Filias noch nie gehört. Kenne ich nicht. Ist nicht meiner. Ich weiß nicht, ob die Dämonen, oder Moraine-Bringe da mal was zu gesagt hatte. Ich weiß, da ist das Thema irgendwie kurz aufgekommen. Zum Friedhof der Seeschlangen? Vielleicht war es auch Rote. Okay. Ich meine, wir könnten versuchen, einen Paktierer zu fangen und das aus ihm herauszuquetschen, aber die wissen vermutlich auch nichts. Friedhof der Seeschlangen. Naja, vermutlich irgendwo im Meer, oder? Nicht im Landesinneren. Aber wo gibt es Seeschlangen?
Und sagt, er ist nicht in Torval. Tja, ich habe noch keine gesehen. Ich hatte nur Geschichten gehört. Und die klangen nicht sonderlich glaubwürdig. Na, Brigia, du darfst auch auf alle Fälle eine Geschichtswissensprobe ablegen. Weil als Maraskaner könnt ihr dir das vertraut sein. 4 Punkte. Für einen Schicksalspunkt verrate ich es dir. Alles klar, kannst du haben. Die Frage ist natürlich... Ja, OT wissen wir das natürlich. Ja, genau, also dann dürft ihr die Information jetzt teilen, denn wenn sie euch OT vorliegen, dürft ihr sie auch dann, oder darf Brindigian sie jetzt IT teilen. Nun, also das, was ich gehört habe aus den Berichten, ich glaube, es war sogar irgendeine Stelle aus einer dieser Torwaller-Sagas von einem, der damals mit dabei war, bei diesem Phileason Fogwolf. Wenn ich mich recht entsinne, muss dieser Ort irgendwo östlich, südöstlich Maraskan sogar liegen. Aber eine genaue Beschreibung weiß ich natürlich nicht. Maraskan, natürlich. Es gibt keinen schlimmeren Ort auf der Welt, der geeigneter wäre, um solche Viecher hervorzubringen. Hey, pass auf, was du sagst. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, den ich mir vorstellen könnte. Eine Sekunde, ich muss kurz weg. Und weißt du auch, wie das der aussieht, dieser Seeschlangenfriedhof? Wie das aussieht? Ich kann es mir nur vorstellen. Viele tote Seeschlangen vermutlich. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwo an irgendeiner Insel oder dergleichen, wo sie am Land sterben. Man muss es ja irgendwie sehen von außen. Und, also... Okay. Ist da sowas wie ein Knochenkäfig oder? Nee, vergiss es. Also, Ephadaios, dir sind auch Walfriedhöfe bekannt. Die machen quasi das Gleiche. Alle in die gleiche Richtung schwimmen und dann da zum Sterben zurückziehen, wenn sie alt sind. Naja, also wenn eine Seeschlange weiß, dass sie sterben wird und instinktiv dort den Weg hinfindet. Ich meine, suchen wir uns eine alte Seeschlange. Sag mal, gibt's denn gar keine Tagebücher von diesem Mann? Oder von den Leuten, die da gereist sind? Ich meine, es wird doch bestimmt irgendwas geben, wo was dran steht. Du meinst von Phileason? Hm? Von den 7 Gezeichneten auch. Aber ich glaube, die sind unter Verschluss. Naja. Man müsste doch jemanden kennen, der Zugang zu Informationen hat, die unter Verschluss sind. Wer könnte da bloß in Frage kommen? Mir fällt echt niemand ein. Euch vielleicht? Potro. Ich dachte an Hauptmann Angenbruch, aber gut. Oder wir fahren mit unserem neuen Schiff einfach mal die Ostküste Maraskans ab. Nein, oh nein. Ich werde garantiert nicht mit einem kleinen, einmastigen Nussschalenboot in etwas reinfahren, das sich der Friedhof der Seeschlangen nennt. Oh, wir müssen nur so dicht ranfahren, bis wir es sehen. Kein Ort an den Seeschlangen gehen, um zu sterben, kann gut sein. Seeschlangen kommen von unten, die sehen wir doch gar nicht. Da können wir nicht mehr wegfahren. Umso besser. Schlimmer meine ich. Hm. Vielleicht sollten wir uns auf diesseitig jetzt eher beschränken. Die Frage ist, ob wir uns mit den Seeschlangen nicht irgendwie verrennen. Ich meine, im Prinzip geht es doch gar nicht um die Seeschlangen, oder? Es geht um die Heptarchen. Es geht um die Dämonenarchen. Die Dämonenarchen, und habt ihr nicht gesehen, sind alles nur ihre Werkzeuge. Hm. Aber die Dämonenarchen, die sollen ja bei diesem Friedhof der Seeschlangen auf den Weltendiskus kommen. Und dann ist es am Ende sowieso der Ort, wo wir hin müssen, wenn wir das beenden wollen. Oder es zumindest versuchen. Vielleicht ist es auch alles nur Seemannsgarn und es gibt dort nichts als den Tod für uns. Das könnte sein, aber das finden wir erst heraus, wenn wir der Sache nachgehen. Vielleicht weiß die KGA auch nicht mehr als wir. Wäre bedauerlich. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal diesem Fischerdorf zu helfen.
das schon mit diesem Schank wird. 3 Wochen den Manari hoch? Naja, vielleicht haben die ja interessante Informationen. Ich meine, und bevor hier im Inland plötzlich Anbeter der tiefen Tochter auftauchen, noch ist es hier ja sicher, aber einmal wollen sie das ändern. Man sollte meinen, dass es draußen auf dem Meer genug Dämonenanbeter gäbe, als dass wir hier an Land noch welche suchen müssten. Ja, schade was. Schade was. Hatten wir jetzt noch potenziell andere Abenteuerplots aus euren Texten? Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Meine Valusa ist immer ein Anlaufpunkt. Oder generell die Ecke. Horan, es ist auf jeden Fall eine Dämonenarche, von der wir vielleicht durch Beobachten Informationen bringen könnten. Also was mich irgendwie noch nachdenklich macht, ist dieser prophezeiende Spruch. Wenn die Bäume auf der See wurzeln, die Festung über das Land wandeln, die Belagerungstürme über den Himmel ziehen. Wenn die Bäume auf der See wurzeln, klingt wie Schiff, weil Schiffe aus Holz sind oder aus Bäumen. Aber von wandernden Türmen und fliegenden, was weiß ich, habe ich noch nie was gehört. Nein, die Festung wandelt und die Türme sollen fliegen. Dann halt so rum. Es klingt doch sehr hanebüchen. Natürlich, aber es ist ja... Wie jede Prophezeiung. Ich meine, welcher Belagerungsturm fliegt denn über den Himmel? Hey, ihr Helden! Einer, bei dem jemand mit dem Pulver zu viel hantiert hat. Was denn? Wir haben Besuch. Euer Gnaden, ich nehme an... Yukuri ist hier! Ja. Und ist unsere Rutschstange schon installiert? Nein, die ist noch nicht installiert. Die muss noch gebaut werden. Ja, ihr könnt sehen, wie die kleine Zedracke dann von schweren Tauen und mehreren Arbeitern in euren Hafen reingezogen wird. Ich brauche nochmal einen Bodenplan. Das ist zwar keine Lorcher, aber ich werde das jetzt einfach mal so benutzen. Das sind jetzt, das ist hier ein Mast und das ist quasi hier noch so ein Fockmast, bin ich der Meinung, aber der ist jetzt bei euch regeltechnisch nicht vorhanden. Also es ist eine einmastige Lorcher laut Regeln, keine zweimastige. Das Spezielle an der ist eben die ausklappbare Drachensegel. Also ganz anders zu segeln als die Zedrakensegel oder die havenische Takelung von den mittelreichischen Schiffen. Das ist auf alle Fälle nochmal ein Kunststück, sowas zu bewegen, aber ansonsten ist sie unglaublich wendig und unglaublich schnell. Nicht viel Möglichkeiten zu beladen. Aber als kleines Schmugglerschiff soll sie ja auch nicht so viel transportieren. Da geht es dann ja eher um wenig Ware irgendwie unter Deck zu verstauen, sodass da nichts passiert. Zum Glück haben wir einen Künstler am Segel bei uns, nicht wahr? Schaut es euch an. Sieht es nicht einzigartig aus? Oh Mann. Ich kann gar nicht erwarten, dort mal hinterm Steuer zu stehen. Einzigartig? Ich finde, mir gefällt sie. Ich finde sie nicht einzigartig. Einzigartig ist nicht ganz das Wort, das ich verwenden würde, aber sie scheinen seetauglich zu sein. Ephadaios, habt ihr nicht gelernt in Maraskan, dass einzigartig nichts Gutes ist? Nun, also in meinem Herzen wird sie schon einen ganz besonderen Fleck einnehmen, dort, wo kein anderes Schiff hinkommt. Bis sie untergegangen ist. Naja, sie heißt ja schon die versunkene Kuri, ne? So tief unter das Meer, dass sie wieder rauskommen, kommt normalerweise auch kein Schiff. Passt also. Mann, schaut euch den Bug mal an. Was? Ich kann das V vom Versunkenen noch sehen. Ja. Brauchen wir uns nur auch eine gute Crew. Jetzt müssen wir nur noch eine Crew anwerben, genau. Ein paar tüchtige Seemänner. Ja, dann sollten wir wohl mal uns die 3 billigsten Hafenkneipen in der ganzen Stadt raussuchen und schauen, wen wir kriegen. Wollen wir uns auf den Tisch stellen und einfach herumbrüllen und ein paar Abenteurer anwerben, oder wie machen wir das? Natürlich, wie denn sonst? Weiß ich nicht, ich hätte jetzt einfach irgendwelche... Sollen sie halt einfach alle zu uns kommen, oder das Kontor, und die stellen sich dann alle davor und wir suchen uns die Besten aus.
mit einem Bewerbungsgespräch. Das ist aber nicht die tobrische Art und Weise. Nee, das ist richtig. Ja. Also, wir können ja auch ein paar Zettel schreiben und die aushängen, dass Matrosen gesucht werden. Ich meine, Matrosen hier in Kunchum suchen auch immer Arbeit. Ihr kennt euch doch mit Seefahrt aus. Was verdient denn so ein Matrose? Zwei Silbertaler am Tag. Und Verpflegung nehme ich an. Genau. Jedes gute Abenteuer fängt in der Taverne an. Ja, jedes schlechte hört auf Maraskana auf. Na gut, wenn wir keine Taubelichte wollen, dann. Was schreiben wir auf den Zettel drauf? Mutige Matrosen gesucht, geringe Bezahlung, harte Arbeit, Wiederkehr ungewiss? Naja, ich könnte in den Hafen gehen, eine kleine Ansprache halten und dann rufen wir die Matrosen. Wir versprechen einfach, wir zahlen ein bisschen mehr. Kommen mehr Leute und dann machen wir einen kleinen Wettkampf. Und die, die sich besonders gut anstellen, die werden dann Matrosen bei uns. Und wie stellt ihr euch diesen Wettkampf vor? Wollt ihr sich um die Wette rudern lassen oder was? Das ist doch eine gute Idee. Nicht nur rudern lassen, schwimmen. Und dann müssen sie natürlich auch an der Takelage hochklettern können und ein Segel runterholen und hissen. Apropos Schwimmer, Fadaios, könntet ihr vielleicht mit mir die Tage noch mal ein bisschen schwimmen üben? Na klar, na klar. Das hat letztes Mal nicht so gut geklappt. Ja, das haben wir auch im Boot, da kann ich dich immer ins Wasser lassen. Dann binden wir dich noch ein paar Seile, dann gehst du auch nicht unter, wenn was schief geht. Ihr wollt mich an Seilen hinterm Boot herziehen? Ja, nicht hinterm Boot. Wenn wir vor Anker legen, lassen wir dich ins Wasser und damit du nicht untergehst, binden wir dir an deinen Gürtel ein Seil und dann kannst du immer um den Bug und ums Heck herumschwimmen. Wie ein Hund. Nee, du kommst die Nase. Na, ja, so ein Seil festgebunden. Oh, nö, genau. Hab ich schon mal gesehen, wenn die an ihrem Halsband festgebunden werden am Schiff, dann paddeln die auch immer so durchs Wasser. Hey, wir können auch sicher uns eine seichte Stelle suchen, dann kannst du da ein bisschen Planschen üben, aber naja. Aber das mit dem Wettrennen finde ich eine gute Idee. Gut, dann überlege ich mir da mal einen Wettkampf für die. Wie viele Leute brauchen wir denn? Was meint ihr? 10? 10 und eine Handvoll Söldner, würde ich sagen. Wenn wir uns das leisten können. Wie viel Geld haben wir denn noch in der Kasse? 500, 540 Dukaten. Das ist doch eine Menge. Wir wollen auch eine Menge leisten. Und die müssen unter Umständen eine ganze Weile reichen. Naja, wenn es einfache Seemänner sind, müssen wir ihnen doch nicht so viel zahlen, oder? Ich denke, mit 2,5 Taler am Tag kriegen wir schon vernünftig, oder? Also 2 Silbertaler sind normal für Gefahrenzuschlag und so. Und wenn du 2,5 zahlst, dann bist du auf alle Fälle ein Viertel günstiger oder ein Viertel mehr als der Rest. Zahlen wir 2,6, dann kommen wir inklusive Tagesration auf 3. Nicht, dass ich das beim Rechnen 2 könnte. Das sind dann 30 Dukaten, je 10 Tage. Da sollten wir eine Weile hinkommen mit unseren. Das sind 100 Dukaten im Monat. Okay, rechnen wir jetzt nochmal eine kleine Wanne Söldner ein. Otro hat daher gesagt, er könnte was anleiern. Was kostet ein Söldner? 4 Taler am Tag. In Gewalten natürlich mehr, aber das sind spezielle Typen, die sind komisch drauf. Aber bringen die uns Wasser an Bord? Ich meine, die müssen doch auch mithelfen können, wenn ein Sturm kommt oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte lieber welche, als dass ich keine habe. Muss ich gestehen. Wie wär's mit beidem? Beidem was? Also mal unter uns gesagt. Wie ist das denn eigentlich? Ich meine, wenn wir mal unseren Kontakt fragen würden, der uns hingebracht hat. Ob er ein paar Leute kennt. Immerhin hat er uns sicher von Maraskan bis hierhin gebracht. Ja, und dann hat Rodrigo ihn verraten.
Richtig, dann hat Rodrigo ihn verpfiffen und jetzt ist er auf der Flucht. Vermutlich ist er schon den halben Manade hinauf. Wäre halt auch ein guter Kapitän gewesen. Der hat halt ja, auch. Der freut sich auch nicht, dass wir sein Schiff haben. Das kommt noch dazu. Und ich sagte noch, wir brauchen einen Kontakt. Wir gehen in den Quartier, wir können uns Leute empfehlen. Mit dieser überstürzten Handlung der Männer. Ja, ein normaler Söldner kostet 3 Silbertaler. Ja, aber wie gesagt, wir wollen ja bessere, also zahlen wir 4. Wenn wir da nochmal 5 Mann nehmen, kommen wir dann pro 10 Tage auf 60 Dukaten. Handwerker wird 2 Silbertaler kosten, genauso wie Vollmatrosen. Ja, ich hab dich jetzt mal in der 10-Mann-Crew für das Schiff schon eingerechnet. Wir brauchen ja keine Kartografen werdet ihr, glaube ich, nicht brauchen. Lotsen werdet ihr, glaube ich, nicht brauchen, wenn ihr nicht durch irgendein Delta oder sowas fahren wollt, sondern nur an der Küste entlang. Geweihten brauchen wir auch nicht. Steuermann müsst ihr dir überlegen. Offiziere braucht ihr, glaube ich, nicht. Das machen die Helden, also bezahlt ihr euch halt selber. Medikus oder Mediki braucht ihr auch nicht. Kapitän werdet ihr vielleicht selber stellen, ansonsten sind das 6 Dukaten am Tag und damit mit am teuersten. Ich hab doch meinen Hut schon auf. Ich nehme einfach noch Nachhilfe in Seefahrt und dann wird das. Kann Elphadarius nicht den Kapitän machen? Oder so. Also wie viel Besatzung rechnen wir jetzt? 10 Leute. Für die Matrosen und Zimmermänner und all sowas. Und da würde ich mich als Spieler bis nächste Woche drum kümmern, also mal den Wettkampf vorzubereiten. Gut. Und dann nehmen wir noch 5 Söldner mit. Alles klar, dann haben wir 5 Söldner und 10 Seemänner. Nehmen wir auch Piraten mit? Warum sollten wir Piraten mitnehmen? Wir sind jetzt die Piraten. Wir sind keine Piraten. Nein, wir sind keine Piraten. Weil wir, wenn wir Piraten dabei haben, vielleicht besser an den anderen vorbeikommen, vor denen wir gewarnt wurden. Ja, dann du guckst kurz nach draußen und eine große Wolke zieht an der Sonne vorbei. Verdeckt sie so ein bisschen. Ey! Wir schaffen das schon, denke ich. Ja, denn ihr wisst, wenn wir Böses bekämpfen wollen, dann müssen wir vielleicht auch mal andere Wege gehen. Haben wir das nicht auf Maraskan oft genug getan? Sollten wir es nicht vielleicht erstmal so versuchen, bevor wir uns wieder direkt in sonst irgendwas stürzen? Sagte er und schickte Wascher los, diesen verrückten Alchemisten zu suchen. Ja, da wollte ich ja sowieso jetzt mal hin, ne? Gut, dann habt ihr jetzt einen Plan und könnt euch darum kümmern, dass ihr in Tavernen und sowas lauft. Wir fangen an mit Wascher, denn die hat am Anfang angekündigt. So, Gassenwissenprobe und dann sagst du mir, wo du hin willst. Du hattest ja mehrere Ideen. Irgendwelche Also erstmal zu dem Alchemisten-Freak. Gut. Avarez Mustafa. Alles klar. Du gehst über den Flusshafen, rüber in Richtung Großer Bazar, biegst da ab, vorbei im Haus, Hotelhaus Kunchum. Und kurz vor der Arena verschwindest du in den Gassen, da riecht es dann auch besonders schlimm. Ein paar Menschen, die in den Gassen liegen, in ihrem eigenen Urin, ein paar streuende Katzen und vielleicht auch ein Hund, der an dem Bein von dem einen Mann zerrt. Bist dir nicht ganz sicher, ob er schon tot ist. Aber ja, hier bist du in der Unterwelt von Kuncho. Gar kein Problem für dich. Du hast dich vorher natürlich recht angezogen, damit du hier nicht mit deiner guten Kleidung stehst. Ja, dann kannst du es auch schon riechen. Es riecht so ein bisschen nach, ja, verfaulten Eiern. Du kannst es nicht so ganz deuten, weil du keine Ahnung von Chemie und von Kochen hast. Aber hier riecht es auf alle Fälle und gerade als du an dem Haus klopfen willst, kannst du sehen, wie neben dir ein hölzernes Fensterchen aufspringt, also auf explodiert und irgendetwas kommt rausgeschossen. Es ist wohl irgendwie ein metallener Zylinder. Und Rauch dringt aus dem Haus raus. Dann geht die Tür auf, schlägt dir fast an die Stirn. Du musst mal bei deiner Intuitionsprobe machen. Sonst kriegst du sie volle Kanne an die Tür. Wie hoch ist deine Intuition? Nö, nicht geschafft. Nicht geschafft, alles klar. Dann kriegst du 1-6 Schadenspunkte. Ui. Und kriegst die Tür volle Kanne an den Kopf. Mann steht vor dir, reißt sich gerade so ein Tuch vom Mund runter und fängt erstmal an zu husten. Ich hab nichts gemacht.
Was willst du, ihr Mädchen? Du siehst in ein absolut verstelltes Gesicht. Es sind wohl noch ein paar Narben dazugekommen, nachdem du das letzte Mal aus Entfernung gesehen hast. Also ein Mundwinkel schief und verzogen, Pockennarben im Gesicht. Und er ist auch kaum mehr als Mann zu erkennen. Seine Haare hängen ihm irgendwie strähnig runter. Und irgendwas Grünes hängt ihm auch in den Haaren und tropft gerade runter auf seine Augenbrauen. Ja, ich reibe mir mal die Stirn, da wo die Tür mich gerade getroffen hat. Ich wollte euch eigentlich um Rat fragen. Au. Ist es momentan aus. Schlecht? Nein, das Zeug, was ihm da runtertropft. Ich muss nur wieder umziehen. Er geht zu dem aufgeborstenen Fenster, nimmt sich diesen metallenen Tiegel, der da gerade rausgeflogen ist, gegen die andere Wand gedonnert. An der Stelle, wo er eingeschlagen ist, kannst du auch sehen, wie der Abdruck noch hinterlassen ist. Und diese lehmige Wand von diesem Haus, was gegenüber lag, dann noch eingesplittert ist, eingerissen. Ein paar andere Menschen kommen gerade raus, beziehungsweise öffnen die Fensterläden und gucken dann von oben und unten raus, sehen dann aber auch nur diese Fratze und machen dann ganz schnell wieder die Fensterläden zu. Ich wollte euch mal... Nee, aber Informationen. Ich kann euch auch was dafür geben. Immerhin, wenn ihr bald umziehen müsst, dann könnt ihr sich was gebrauchen. Hast du Geld? Mhm. Wie viel? Was willst du wissen? Ich will wissen... Nun ja, wenn ich etwas... etwas in die Luft sprengen wollte. Ich meine, ich guck nochmal auf dieses Fenster... Mit sowas habt ihr ja Ahnung. Und ich will es aber so machen, dass ich nicht mehr dabei bin. Was nehme ich da am besten? Eine langsame, wahrscheinlich eine exergonische Endotherm? Er murmelt genau. Irgendwas. Er murmelt irgendwas, streicht sich durch so seine paar Barthärchen, die ihm noch geblieben sind, kratzt sich so ein bisschen am Auge. Merkst auch, dass es ein bisschen schief runterhängt und so ein bisschen trüb ist. Vielleicht kann er gar nicht mehr so gut gucken. Zumindest ist das andere Auge in so eine andere Richtung leicht. Schielt der? Oh Gott, der ist so widerwärtig. Ich mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Schwert um 5. Was? Er hat so widerwärtiges Aussehen. Er ist so eklig, während er da überlegt. Okay. Selbstbeherrschung, ne? Genau. Ja, du hustest, du hoffst, dass es wegen dem Rauch und dem Dampf ist, der immer noch weiter aus diesem Haus kommt, färbt sich auch gerade so ein bisschen gelblich in der Luft. Also, ich gucke ihn mal nicht an und guck mal so in der Gasse rum, als wäre irgendwas viel spannender als er. Ja, du guckst auf seine Füße und siehst dann wie dann so, Moment, was ist das? Der Blick geht wieder weiter nach oben. Der Sabberfaden wird immer größer. Der Sabberfaden wird immer größer. Und dann wischt er ihn sich ab. Willst du nur die Information oder willst du auch die Chemikalien dazu? Wie lange hält sich die Chemikalie? Du musst sie absolut trocken lagern. Da darf keine Feuchtigkeit ran. Wenn sie feucht wird, dann... er macht seine Hände so ein bisschen wie so ein Feuerball. Er ist klein und dann größer und fummelt dann so ein bisschen mit seinen Händen, mit seinen 10 Fingern in der Luft. Moment, 10 Finger? 9, 8, er hat nur noch 8 Finger, die anderen sind nur noch stumm. Er hat keinen Daumen. Oh mein Gott, er ist so eklig. Ich hab's verstanden, interessiert. Also wenn ich jetzt nur ein bisschen nehmen würde, um es mal auszuprobieren, wie teuer wäre das dann? Hat er sich in seinen stumpfen, metallenen Zinken eine Gabel reingesteckt? Ich guck woanders hin, ich guck in der Gasse rum. Und der hat sich in seinen abgesprengten Finger hat er sich eine Gabel reingesteckt. Ich guck nicht hin, la la la. Ja, in die Gasse. Musst hingucken. Nein. Das ist das Schöne. Ich bin schön, er kann mich angucken, das reicht. Also gut, ich geb's dir, aber wie viel willst du? Was soll es sprengen? Erstmal nur was Kleines? Ein Kaninchenstall? Oder willst du es an eine Katze verfüttern? Wie wär's mit dem Schiff? Ein Schiff. Sein eines Auge wird groß, das andere klein. Du bist nicht ganz sicher, was er da macht. Ich seh doch nicht, ich guck doch nicht hin. Ich will nicht mehr hingucken. Er ist wie ein Unfall. Du musst einfach hingucken. Ab und zu zumindest, und dann schaust du schnell wieder weg. Okay. Mein ganzes Schiff zu sprengen. Interessant.
Sagen wir, die Chemikalien kann ich dir liefern, das dauert aber ein bisschen. Sagen wir fünf oder sechs Tage, dann habe ich die nötige... Ich brauche Urin. Ich glaube, davon gibt's hier genug. In der Gasse um. Ich brauche einen großen Trog. Und dann hole ich mir kleine... Ich brauche ganz viel Urin. Er murmelt wieder irgendwas, wischt sich wieder irgendwas an seiner Schürze ab, die er vor seinem Bauch gebunden hat. Oh Gott, der ist so eklig und der stinkt. Und dieser Rauch und die Gasse. Mhm. Und der Hund, der irgendwo unter dir an dem Bein rumnagt, das ist so widerlich. Ich ziehe mir mein Tuch noch enger ins Gesicht, weil mit so einem Gesicht will man auch hier in so einer Gasse nicht unbedingt gesehen werden. Also gut, für 50 Dukaten bringe ich dir Sprengstoff, um ein kleines Schiff zu sprengen. Aber es darf nicht feucht werden.